Trinkwasser, wieso es Kinder krank machen kann. Hallo, einen recht schönen guten Abend. Haben Sie heute schon ein Glas Wasser oder aber eine Tasse Tee oder Kaffee getrunken? Sicher, wir trinken nämlich durchschnittlich 2 Liter Leitungswasser täglich. Dabei machen wir uns kaum Gedanken, welche Schadstoffe das Wasser enthalten kann. Unbemerkt, egal ob abgekocht oder nicht, nehmen wir unter anderem Metalle auf. Wasserrohre aus Blei gibt es noch in vielen Altbauten und selbst wenn sie ausgetauscht werden, lauert die Gefahr dann aus der Kupferleitung. Kupfer und Blei können sich nämlich im Körper absetzen, lebensnotwendige Organe langsam zerstören. Besonders Kinder sind von der schleichenden Vergiftung bedroht. Ein Skandal, denn die Behörden schauen zu. Eine neue EU-Richtlinie soll jetzt die Verbraucher besser schützen. Ob sich wirklich etwas ändern wird, bleibt fraglich, denn der Gesetzestext hat Lücken, wie schon die deutsche Trinkwasserverordnung. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Die Trinkwasserverordnung soll es schützen. Doch weil sich niemand um deren Einhaltung kümmert, ist Barbara Voth unheilbar krank geworden. Jahrelang hat sie ahnungslos Leitungswasser getrunken. Weder ihr Vermieter noch die Behörden haben sie gewarnt. Treuen Glaubens hat sie sich auf Recht und Gesetz verlassen. Jetzt fühlt sie sich gelinkt. Krank durch Blei im Leitungswasser. 165 Mikrogramm pro Liter fand man im Wasser von Barbara Voth, obwohl es laut Gesetz auf keinen Fall mehr als 40 hätte haben dürfen. Eine Vierfachüberschreitung des gesetzlichen Grenzwertes, doch dafür interessiert sich offenbar niemand. Die Folge? Jahrelang konnte das Blei unbemerkt im Körper von Frau Voth Schaden anrichten. Das Nervensystem und das Skelett sind angegriffen. Die Knochen werden zusehends löchrig. Hohe Giftkonzentration im Trinkwasser trotz Gesetz. Ein Einzelfall? Wir testen und nehmen Wasserproben aus 30 Hamburger Haushalten. Vor allem Familien mit Kindern gilt unser Augenmerk, da diese durch Blei besonders gefährdet sind. Ein renommiertes Kieler Institut untersucht die Proben. Das erschreckende Ergebnis, bei einem Drittel der Proben wird das Institut fündig. Verseuchtes Trinkwasser durch Bleirohre, ein flächendeckendes Problem. 10 Millionen Menschen, so schätzen die Gesundheitsbehörden, müssen Wasser mit zu hohen Bleiwerten trinken. Doch das gilt nicht nur für Blei im Trinkwasser. Die Fahrlässigkeit geht beim Werkstoff Kupfer weiter. Seit über 10 Jahren ist bekannt, dass Wasser aus Kupferrohren für Babys gefährlich werden kann. Doch davon wissen die meisten Eltern nichts. Auch die Mutter des heute 4-jährigen Yannick machte die Babynahrung für ihren Sohn vertrauensvoll mit Wasser aus der Leitung an. Yannick hat dies fast das Leben gekostet. Im Alter von 1 Jahr wurde er schwer krank, Kupfervergiftung. Daraufhin haben wir Proben nehmen lassen vom Wasser und es hat sich halt herausgestellt, dass der Kupferwert zu hoch ist und dass darauf seine Krankheit zurückzuführen ist. Yannick hat überlebt, aber anderen Kindern hat das Kupfer im Wasser das Leben gekostet. Bereits 1983 starb ein kleines Mädchen an Kupfervergiftung. 16 Jahre sind seit Bekanntwerden des ersten Todesfalles vergangen. Doch bis heute gibt es keinen Grenzwert für Kupfer in der Trinkwasserverordnung. Lediglich ein Richtwert existiert, der erst recht nicht eingehalten wird. Und nicht nur das. Selbst diesen Richtwert halten Experten noch für viel zu hoch. Denn 2 der erkrankten Kinder sind bereits an geringeren Kupferkonzentrationen gestorben. Die Kupferwerte, die in der Trinkwasserverordnung genannt werden, haben mit der Gesundheitsfürsorge überhaupt nichts zu tun. 3 Milligramm im Liter muss man als tödliche Dosis ansehen. Wir testen das Wasser in dieser Berliner Neubausiedlung, die speziell für junge Familien konzipiert ist. Die Ergebnisse der Untersuchung, 1,5 bis 2,8 Milligramm pro Liter, alarmierende Werte. Eine neue EU-Richtlinie sieht eine erhebliche Verschärfung des Grenzwertes für Blei und endlich auch die Einführung eines Grenzwertes für Kupfer vor. Ein Papier ohne Wirkung. Denn Deutschland und die anderen EU-Staaten haben schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass man sich weiterhin aus der Verantwortung stehlen kann. Die Richtlinie sagt aus, einerseits gilt in 15 Jahren der neue Grenzwert, aber andererseits sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieser Grenzwert auch überall eingehalten wird. Das klingt ein bisschen komisch, das ist aber so und ist von der Mehrheit der Mitgliedstaaten auch ganz ausdrücklich so gewollt. Menschen werden krank, Kinder sterben und die Behörden sehen zu.